Was geht ab, Köln? Hey, was geht ab, Nightwatch? Ich freue mich, hier zu sein, zum zweiten Mal. Beim letzten Mal war ich im März hier und ich muss sagen, der letzte Auftritt hat so ein Stück weit mein Leben geändert. Gut, danach hat mein bester Kumpel mir erstmal ins Auto gekotzt, aber kein Problem, heute bin ich alleine da. Nein, wirklich, war gar nicht so schlimm, dass er ins Auto gekotzt hat. Das Schlimme war, der hat erst in seine Hand gekotzt und sagt dann danach zu mir, Bruder, kannst Fenster aufmachen? Hä? Gar keinen Sinn. Aber ich freue mich, hier zu sein und euch alle zu sehen. Und ich muss sagen, ihr seid alle so wunderschön. Mein Gott, besonders hier vorne, sie. So wunderschön heute, mit der Brille. Funktioniert, ehrlich, sieht super aus. Ich muss das sagen, weil wirklich, da wo ich herkomme, da ist niemand wunderschön. Ich komme aus Duisburg-Marxloh. Da haben die Leute einen Zahn. Aber den putzen die den ganzen Tag, wirklich, ist der Wahnsinn. Kennt ihr Duisburg-Marxloh? Ja. Ja? Nein? Für alle unter euch, die Duisburg-Marxloh nicht kennen, ist ein bisschen so wie so ein Gulliloch mit Brautmodengeschäften. Wirklich. Duisburg-Marxloh ist so assi, wenn du da geboren bist, hast du sofort 60.000 Euro Schulden. 60.000 Euro! Weil deine Mutter in deinem Namen jeden Kredit unterschreibt. Wirklich. Leute, ich kenne Babys, die haben Handyverträge. Aber nicht durch die Mutter, sondern durch Arbeitsamt als Maßnahme, damit die von Anfang an erreichbar sind. So ist das bei uns. Wirklich. Duisburg-Marxloh. Duisburg-Marxloh ist ein bisschen so der Rallye-Streifen in der Unterhose der Gesellschaft. Ehrlich, wirklich. Wir haben ja nicht mal richtige Schulen. Bei uns heißt Schule Jugendvollzugsanstalt. So ist es. Meine Schule hat sich dadurch ausgezeichnet, wir hatten eine Raucherecke in der dritten Klasse. Wenn du bei uns nicht drehen konntest, du warst sofort versetzungsgefährdet. So. War die einzige Schule in ganz NRW, wo Lehrer Drittklässler nach Kippen gefragt haben. Kippen kein Problem, aber die Assis haben Feuer nie zurückgegeben. Was ist das denn? Aber ich muss sagen, in Duisburg habe ich meine besten Freunde kennengelernt. Meine besten Freunde und ein Freund von mir, ein paar von euch werden den kennen. Ein Freund von mir heißt Hassan. Und ich muss euch Hassan so ein bisschen beschreiben. Hassan schreibt sich selber gerne mit Z, aus ästhetischen Gründen. Ihr merkt, der hat die Schule beendet, anders als ich. Wisst ihr? Hassan ist so ein byzantinischer Kanake, wirklich. Der ist aus anderem Holz geschnitzt. Hassan ist aus Elfenbein. Alle anderen Türken, die ich kenne, sind aus Shisha-Kohle. Wirklich. Ey, Hassan ist der Hugh Hefner aus Duisburg-Marxloh. Nur anstatt Bademann und Lustgrotte hat der Zahnlücke und Kreditschulden. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du mit denen unterwegs bist, dann geht der immer zu den Frauen und lässt sich die E-Mail-Adressen geben. Letztes Mal habe ich den gefragt, Hassan, warum lässt du von den Frauen eigentlich immer die E-Mail-Adressen geben? Guckt er mich an, sagt er zu mir. Bruder, du musst Fuck sein, guck mal. Wenn ich den ganzen Tag an meinem Handy schreibe, denkt meine Freundin, ich würde die betrügen, Bruder. Wenn ich den ganzen Tag E-Mail schreibe, dann denkt die, ich mal Business. Was ist das für ein Typ? Hassan. Wir haben wirklich zusammen viele Meilensteine erlebt. Der ist seit 18 Jahren ist er mein bester Freund. Und ich weiß noch, als er angerufen wurde von seiner damaligen Freundin, als er 18 war und ich saß daneben. Und danach sage ich zu ihm, und wer hat angerufen? Sagt, der war meine Freundin. Ich sage, und was wollt die? Ja, die will endlich mit mir intim werden. Ich sage, Glückwunsch. Sagt er, nein, jetzt muss ich erstmal betrügen. Ich sage, warum muss sie jetzt betrügen? Sagt er, ja, stell mal vor, ich kann nichts am Laken. Da macht ihm Schluss mit mir. Sag ich, ist doch Quatsch. Bin ich ihn besuchen gegangen. Und ihr müsst wissen, Hassan wohnt direkt über dem Fahrradkeller, ja? Und ich stelle an und nur seine Mutter macht mir die Tür auf und irgendwann sitze ich mit seiner Mutter in der Küche und auf einmal höre ich nur, als würde einer applaudieren. Seine Mutter fragt mich, was ist das? Ich sage, das sind die Ratten. Sagt sie zu mir, nein, wir müssen runter in den Keller gucken gehen, was das ist. Und als guter Freund gehst du ja vor. Du gehst ja vor. Und ich gucke so und ich gehe vor und ich sehe nur so einen Arsch, der sich so vor und zurück bewegt. Und Hassan sieht seine Mutter hinten ins... Hassan sieht seine Mutter hinter mir laufen und drückt dann so eine Silhouette hinten ins Dunkle. Und Hassans Mutter redet mit Hassan und stellt ihn sofort zur Rede und sagt, ich weiß genau, was du hier tust. Und der so, nein, Mama, du weißt nicht. Doch, ich weiß genau, was du hier tust. Nein, du weißt nicht. Doch, du rauchst. Ja. Das war der Beginn von Hassans Raucherkarriere. Also, wirklich. Ich mach gar kein witziges Zeug. Meine Freunde sind eigentlich alle nur witzig. Du strahlst mich so an die ganze Zeit. Entweder ist das Licht super eingestellt oder ich bin wunderschön. Eins von beiden. Zweites. Geil. Ich habe eine Frage an dich. Darf ich dir eine Frage stellen? Okay. Guck mal, in meinem Szenario hast du eine Freundin. Jetzt ist auch scheißegal, ob du eine hast. In meinem Szenario hast du einfach eine Freundin, okay? Bist du eher so der dominante Typ? Wartet doch. Bist du eher so der dominante Typ? Oder wenn deine Freundin von jemand anderem angesprochen wird, sagst du so, kämpf allein. Wer bist du? Das Erste. Aber ist auch schwer, oder? Ist auch schwer. Ich bin ehrlich, wenn ihr mit mir seid, Leute, ihr werdet einfach gehauen.
Ey, ich bin 1,20 groß, ich habe Arme wie Fahrradspeichen, als ob ich mich klopp, Alter. Aber genau dafür braucht man gute Freunde, oder? Und ich habe so einen Freund, wirklich, so einen anderen Freund, den hat jeder von euch. Und mein Freund, der heißt Jerome, okay? Und ich muss euch Jerome beschreiben, ihr müsst sehen, was ich sehe. Und Jerome ist, wie sage ich das, der ist nett. Also, guck, Jerome ist nicht weiß, Jerome ist durchsichtig, okay? Also, wirklich, wenn du hinter dem stehst und Peace zeigst, diese zwei Finger, das, wirklich, Jerome ist so weiß, wenn der neben Polarbär stehen würde, würde der erschossen werden. So ein Typ ist das. Und ihr habt so ein richtig schönes Wort, um Jerome zu beschreiben. Ihr müsst mir mal kurz helfen. Wie sagt ihr denn jemand? Jerome ist, genau, dumm. Nein, nicht dumm. Denkfaul. Aber Überlebenskünstler durch und durch. Du gibst den 50 Euro, schickst den einkaufen, der kommt zurück mit Mortadella, mit Pistazien. Wisst ihr? Der überlebt, aber komisch. So. Wirklich. Ehrlich. Wenn ihr alle Jerome kennenlernen würdet, würdet ihr alle sagen, Gott gibt nicht mit beiden Händen. Ey. Der ist vom Wesen eher körperlich, aber der ist ein super Handwerker. Er ist ein super Handwerker. Der hat immer Engelbert Strauß-Hose und einen Schraubenschlüssel in der Tasche. Weil der nie weiß, wann der tapezieren will. So. Ey. Jerome ist der erfolgloseste Playboy in der Geschichte. Der hat immer was mit Frauen, die wissen gar nichts davon. Der hat mich letzte Woche angerufen. Ich gehe dran, sagt der Toni, wie geht's? Sag ich, gut, legt er auf. Ich rufe zurück, der so, wer ist da? Hä? Du hast mich doch gerade angerufen. Ja, was wollte ich denn? Du hast gefragt, wie es mir geht. Ja, und wie geht's dir? Ja, gut, leg dir auf. Also, wirklich. Und wir sind zusammen in ein Fitnessstudio gegangen. Und kennst du das, wenn du in ein Fitnessstudio reingehst und da sind nur Endgegner? Kennst du das? Und ich spreche so einen an, ich sag zu dem, Junge, was willst du hier? Du hast gewonnen. Wisst ihr? Ey, wisst ihr? Kennt ihr doch alle? Kein Hals, nur Nacken. Ihr wisst doch ganz... Der sah aus wie so ein Ball mit so einem Kopf drauf. Wirklich. Die erkennst du immer daran, irgendwo im Gym stehen die in der Ecke und fressen rohen Brokkoli. Das sind. Und die haben T-Shirt-Ausschnitt Health is Wealth. Solche Leute sind das. Wirklich. Die haben immer oben schöne Oberkörper, schön breit, aber nicht so viel an den Beinen gearbeitet. Ihr wisst, wirklich, wenn die Kreuzheben machen, entweder kriegen die Nasenbluten oder scheißen sich in die Hose. Eins von beiden. Echt. Wenn die mit kurzer Hose laufen, sehen die aus, als würden die schweben. Solche Leute. Ihr wisst doch. Wirklich, der hatte so wenig Kraft in den Beinen, der ist losgelaufen, konnte den Oberkörper nicht halten, hat angefangen zu zittern. Oh. So. Das. Und dann Jerome und ich, weißt du? Ich sehe aus wie so ein 14-jähriges Kindermodel. Weißt du? Ich bin so klein, ich habe nur hinten die weiche Stelle am Hinterkopf. Ja. Und Jerome denkt, Kambodscha ist ein Mischgetränk aus den 70ern. Hä? Weißt du, ich habe aufgegeben, bevor ich angefangen habe. Jerome hat sich erstmal so ein Fahrrad geschwungen, was nicht vorwärts fährt. Kennt er die Scheiße? Und dann tritt er da 25 Minuten in die Pedale und ich hatte nach 10 Minuten keinen Bock mehr. Mein Arsch ist klein, der sagte, le spitz, Bruder, was soll das? Gar keinen Bock gehabt. Aber dann kamen drei wunderschöne Frauen rein, Leute. Eine schöner als die andere. Boah, eine hatte Augen so blau wie die Tragossische See. Ich habe da reingeguckt, ich bin zu Stein geworden. Ich dachte, das ist Poseidons Tochter, war der Wahnsinn. Und ich wollte Jerome auf die aufmerksam machen. Ich wollte sagen, Jerome, guck mal, wer da reingekommen ist. In dem Moment nimmt er seinen ganzen Mut zusammen, steigt vom Sattel und so läuft so schnurstracks auf dieses wunderschöne Geschöpf zu und läuft auf die zu und läuft auf die zu und guckt die an und sagt, hi, ich bin der. Scheiß drauf. Geht zurück und fährt weiter Fahrrad. Ich sag zu dem Jerome, was soll das denn? Der guckt mich an und sagt, Bruder, die war eh hässlich, ja? Und ihr merkt, mein Leben ist ziemlich chaotisch. Aber ich bin mir sicher, nur wenn man das Chaos kennenlernt, lernt man mit den Sternen zu tanzen. Peace, mein Name ist Toni Bauer. Toni Bauer!